Thema Pudel bellen nicht oder bellen viel. Wo ist denn da der Findus unterwegs? Genau, also ich habe beides gehört. Ich habe es gelesen, dass Pudel sehr viel bellen und ich habe auch schon in Rassechecks auf YouTube gehört, dass sie gar nicht bellen. Ich habe gehofft, dass er gar nicht bellt, natürlich. Aber es gibt Situationen, wo der Findus schon bellt. Man muss da, glaube ich, differenzieren. Also wenn er jetzt alleine bleiben muss oder so, er ist kein Kläffer. Es ist jetzt nicht so, dass er grundlos, wahrscheinlich bellt kein Hund grundlos, aber er ist jetzt nicht so der, ja, den typischen Hund aus der Nachbarschaft, die dann halt die ganze bellen. Das ist er nicht. Es gibt aber Situationen, in denen, ich glaube, meistens ihm alles irgendwie zu viel ist, wo er dann zum Bellen anfängt und dann auch wirklich, ja, Sachen meldet und auch komische Dinge, die ihm komisch vorkommen, anbellt, würde ich jetzt mal so behaupten. Also es ist oft, wenn es eher dunkel wird, also zur Dämmerung hin, dass wenn jetzt sein Revier hier ums Haus rum, wenn jetzt dann da jemand kommt, dann meldet er das und dann bellt er die auch an. Oder wir haben es zum Beispiel auch bei komischen Dingen, die er nicht kennt. Skateboarder bellt das sehr, sehr gerne an. Also da haben wir hier an einem Platz, wo öfters Skateboarder sind. Die mag er überhaupt nicht und er hat auch wirklich dann den Drang nach vorne. Also er will auch in den Skateboard reinbeißen, wirklich. Wir haben ihn dann, mit ihm halt mal ein bisschen ausprobiert, selbst auf dem Skateboard rumzufahren und sowas. Und dann hat es auch funktioniert und ist auch viel besser geworden. Also, aber jetzt langsam wird es auch wieder schlimmer. Ja. Auch sowas wie Skifahrer, wenn er das nicht kennt. Also alles, was ihm irgendwie komisch vorkommt, wo wir vielleicht dann auch am Anfang ihm das noch nicht zeigen konnten, früh genug, ja, da bellt er. Obwohl ich dazu sagen muss, Skateboarder haben wir sogar relativ früh angeschaut mit ihm. Also man sagt ja immer, in der Prägephase soll man die Hunde alles kennenlernen lassen, damit sie das auch kennen und dann halt damit zurechtkommen. Als wir ihn bekommen haben, war gerade Lockdown. Das war ein bisschen schwierig, weil wir viele Situationen vielleicht nicht ganz so realistisch darstellen konnten für ihn, wie sie im Endeffekt sind. Aber wir haben auch relativ, also ich habe mit ihm relativ früh einen Skateboarder mal getroffen und auch da hat er den schon angebellt. Also gegen die hat er irgendwas und das ist echt ein bisschen. Ja, ich finde, er mag allgemein so Sachen nicht, die so laut sind. Er mag ja auch keine Rollkoffer. Ja. Einfach alles, was irgendwie so aus dem Muster geht. Also auch teilweise, wenn wir zum Beispiel, wir gehen ja normalerweise normal spazieren und dann bellt er nicht. Aber wenn wir dann, was ich gern mache, ist, dass ich halt dann manchmal irgendwie so komisch rumhüpfe, um ihn einfach ein bisschen so aus der Fassung zu bringen. Und dann bellt er mich auch auf einmal an und will mich, glaube ich, so ein bisschen zurechtweisen, so hey, du hast zu gehen, du musst normal gehen. Ja. Und da müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Das heißt, ich finde eigentlich, dass er im Alltag sehr wenig bellt. Alles, was irgendwie normal ist, was er kennt. Ja. Das heißt, Menschen, die normal gehen, Menschen, die Rad fahren, Menschen, die ja, normale Dinge tun, die bellt er nicht an. Oder auch Hunde bellt er mittlerweile eigentlich nur an, wenn er möchte, wenn er sie zum Spielen auffordert. Aber er bellt halt vor allem so Dinge an, die halt so ein bisschen aus der Reihe sind. Skateboarder, die halt einfach. Du siehst ja nicht hunderte Skateboarder den ganzen Tag als Hund, ja, sondern du siehst halt mal einen am Tag und es ist halt dann so der eine komische so ein bisschen. Ja. Andererseits ist es auch so, er gewöhnt sich dann auch dran, also wenn man ihm jetzt dann dauerhaft sowas aussetzt, das haben wir zum Beispiel bei Skifahren auf der Piste, haben wir das dann halt ein bisschen mit ihm geübt, dass er die dann anschauen muss und irgendwann beruhigt er sich auch und kann es dann auch als normal ansehen. Müsste man wahrscheinlich halt ein bisschen öfter hintereinander üben, damit das auch wirklich sitzt. Und ansonsten kann man auch sagen, er ist ein absoluter Stadthund, also er kennt eigentlich alles. Es ist jetzt nicht so, dass er sämtliche kleinen Kinder anbellt oder irgendwas, gar nicht. Er findet sich super. Ja, Katzen, okay, Katzen mag er auch wirklich nicht, weil da haben wir ihn auch wenig. Kennt er auch nur zwei Katzen oder sowas. Er kennt nicht so viele Katzen. Die mag er jetzt auch nicht. Aber ansonsten, wir gehen mit ihm durch die Stadt und er bellt da nichts an. Hunde findet er sehr interessant. Manchmal bellt er die an, aber jetzt auch nicht so, er hängt jetzt nicht alleine drin und kläfft die an, sondern wir weisen ihn halt dann zurecht und normalerweise macht das auch ganz gut und oft geht er auch sehr, sehr gut einfach sehr gechillt an denen vorbei und schaut sich nur einmal um. Genau. Der knurrt ab und zu. Stimmt, er knurrt auffallend viel. Knurren tut er relativ viel. Nicht immer so laut, aber halt oft immer so ein kleines Knurren. Oder wenn ich mit ihm heimgehe und wir relativ spät dran sind und er eigentlich natürlich schon längst vor einer halben Stunde hätte essen müssen, dann knurrt er gerne den halben Heimweg, weil ich ganz genau weiß, dass er einfach nur was zu essen möchte. Und dann, ich habe ihn oft dann alleine und manchmal lasse ich ihn dann einfach mal, das merke ich auch den Unterschied, wenn ich ihn dann von alleine abmache, dann läuft er halt immer so 10 Meter vor und dann knurrt er auch nicht zum Beispiel. Also genau. Ich merke schon auch, dass seine Frustrationstoleranz manchmal sehr gering ist, wenn es um Essen oder sowas geht, weil er tut sich dann viel leichter, wenn er frei herumlaufen kann. Er läuft dann auch nicht 100 Meter weit weg oder so, aber er läuft immer so ein bisschen vor und will so ein bisschen motivieren, hey, schneller, aber er kann es halt so ein bisschen mitentscheiden
und hat halt die Kontrolle über die Situation. Er möchte nicht so gern begrenzt, dann hat er eigentlich nicht so eine hohe Frustrationstoleranz. Genau, man muss dann auch dazu sagen, dieses Knurren, also ich kenne keinen Hund, der das macht, so wie er. Und das ist jetzt kein Knurren, das so richtig gefährlich ist oder sich auch gefährlich anhört. Er würde, da lege ich wirklich meine Hand dazu, er würde dann auch, das ist kein aggressives Knurren, das ist eher so, ein Ventil für seine Frustration. Und man hört das Knurren auch und er, also irgendwie sieht das so ein bisschen aus, als würde er so ein bisschen so pusten, genau so ungefähr ist es. Und es ist nicht so, dass er irgendwie seine Zähne zeigt oder irgendwie so seine Ohren zurückmacht oder irgendwas. Das sieht nicht gefährlich aus. Vielleicht haben wir da auch ein kurzes Video oder sowas, wie er so knurrt. Wenn der Mund so mitflattert, so ein bisschen die Backen. Ja, das sieht sehr, sehr süß aus. Weißt du, als würde so ein bisschen pusten. So. Ja. Also wir finden es oft eher ein bisschen lustig, klar auch nervig und anstrengend. Ja. Vor allem, ich meine, andere Leute wissen vielleicht teilweise auch nicht, was er will. Ja. Weil er manchmal einfach wirklich so ein bisschen durch die Stadt durchknurrt. Er kommt dann manchmal so vor wie so ein LKW mit so, die pusten ja auch manchmal so über so Ventile, so den Überdruck einfach ab. Das kommt mir auch manchmal vor. Also wirklich ist eher so ein, ja, er zeigt seine Laune, finde ich da auch immer genau, recht das gerne. Zeigt auch wirklich. Er zeigt, dass er gerade nicht zufrieden mit der Situation ist. Genau, das ist es wirklich. Deswegen, er bellt manchmal in gewissen Situationen. Aber ich glaube, das ist eine sehr individuelle Erfahrung bei uns. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ja. Pudel sind kleine Divas. Also der Findus ist eine kleine Diva auf jeden Fall. Ich würde vielleicht sogar noch, dass er eine große Diva ist. Ja, mir ist auch eine große Diva. Also ich würde sogar noch ein bisschen ausschmücken, nicht nur Diva, sondern ich finde, Diva ist ja auch nochmal was, das schreibt mir normalerweise keinem Hund zu. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe einen Hund, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich nicht sagen, dass der Hund eine Diva ist. Ich finde schon sehr, dass es auf Pudel zutrifft, beziehungsweise auch auf den Findus. Und ich finde sogar, dass man es ein bisschen ausschmücken kann, nicht nur Diva, sondern ich finde, dass ein Pudel schon einen sehr klaren Charakter hat. Also vor allem der Findus, weil wir kennen ja nur ihn, weil die einfach auf eine gewisse Art und Weise laufen, auf eine gewisse Art und Weise sich in gewissen Situationen einfach verhalten, wo du denkst, ein in Anführungszeichen normaler Hund macht das eigentlich nicht so. Der stolziert wie ein Pferd teilweise rum. Wenn es regnet, läuft er nur an der Wand, wie gesagt, entlang, weil es zu nass ist. Wenn Pfützen drin sind, Pfützen auf der Straße sind, kann er nicht durch diese Pfützen durchgehen, außer aus Versehen natürlich. Lauter solche Dinge, wo ich mir denke, er ist schon eine große Diva. Ich muss sagen, ich mag es, dass es so ist, weil ich auf der einen Seite finde, dass er Charakter zeigt und halt irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit auch vermittelt. Und er wälzt sich halt dann nicht irgendwie in Dreck oder in solchen Dingen. Das macht er zum Glück gar nicht. Deswegen bin ich da sehr froh, dass er so eine Diva ist. Er möchte nicht dreckig werden. Er möchte nicht dreckig werden, das trifft es auch gut. Er geht auch ungern ins Wasser, tiefer als irgendwie bis zu seinen, wie ich es immer sagt, Ellenbogenknöchel, wie auch immer. Also halt nur einen Teil geht er ins Wasser. Deswegen, ich bin sehr froh, dass er so eine kleine Diva ist. Aber er ist auf jeden Fall eine Diva, ja. Ja, wir haben eine Decke, wo er sitzen, wo er liegen muss, wenn wir im Café sind. Und da hatten wir erst letztens so eine Situation, wo er dann die Leine lag so ein bisschen auf der Decke drauf. Und ich glaube, jeder normale Hund hätte sich dann trotzdem auf die Decke hinsetzen oder legen können. Und bei ihm, er stellt sich dann wirklich an, er geht dann so auf die Decke drauf, so, oh, ich setze mich ja schon hin, aber ich kann ja gar nicht. Ja. Und so richtig ungelenk und... Ja, er kann jetzt nicht das machen. Also, nein, so richtig, als würden wir ihn... Ja, also würden wir ihn schlagen, dass er sich da hinsetzt. Oh, das hat mein anderer Hund im Büro in sein Hundebett ein paar Tropfen gepinkelt und dann konnte er sich nicht mehr in sein Bett reinlegen. Also für mich ist kurzfristig okay, aber es ging halt einfach nicht mehr. Er hat sich dann nur noch auf den Rand draufgesetzt, einfach weil es ihm so unangenehm war. Und er hebt dann auch mal gern so seine Pfote und so. Oder auch im Schnee ist es ja auch so. Als wir im ersten Winter ihn draußen hatten, hat er auch teilweise, wenn es dann zu kalt war oder ich weiß es nicht, hat er dann eine Pfote gehoben, ist dann so auf drei Beinen immer so da gestanden, weil es zu kalt für ihn ist. Ja, wir haben ihm dann Schüchchen gekauft. Ja. Er ist wirklich ein Charakter und wirklich eine kleine Diva. Dann muss man trotzdem auf der anderen Seite sagen, zu den rechten Zeiten ist er das aber auch gar nicht. Wie gesagt, er kommt ja überall hin mit. Ja. Er ist auch trotzdem ein super sportlicher Hund und super aktiv springt und so. Springt hoch, springt runter. Und springt dann auch überall drüber, drunter und so. Es ist nicht so, dass er so eine Diva ist, die, ich kann nicht schneller laufen. Weil auch beim Essen so ja auch gar nicht zum Beispiel. So. Ja, genau. Also er hat so zwei Seiten, aber er hat auf jeden Fall eine sehr große Diva. Er hat auf jeden Fall, man merkt, dass er einen Charakter hat. Genau. Dann haben wir, Pudel sind absolute Familienhunde. Würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Ich habe so das Gefühl, dass es sich vor allem in einem größeren Rudel wirklich wohlfühlt. Wir haben auch in der Familie gerade ein kleines Kind mit 1,5 Jahren und die beiden sind echt süß miteinander. Wir können die ohne Bedenken auch
miteinander interagieren lassen. Also es ist nicht so, dass man da ständig aufpassen muss, oh Gott, der Hund könnte den irgendwie umrennen oder irgendwie beißen. Der weiß sehr genau, also wie er mit dem Kleinen umgehen muss, ist total geduldig, auch wenn der ihn jetzt irgendwie komisch streichelt oder halt manchmal nimmt er halt irgendwie den Schwanz von ihm oder das Ohr und dann wirklich, er ist so geduldig und lässt das alles mit sich machen und der hat auch wirklich Lust auf das kleine Kind, also die spielen dann so miteinander sogar und ja, der Kleine läuft irgendwie rum und der Findus läuft irgendwie so hinterher, aber ohne zu wild zu sein, von dem her würde ich sagen, er ist ein absoluter Familienhund. Was man auch dazu noch sagen kann ist, er schließt sehr schnell Leute in sein Rudel mit ein, also wenn es jetzt nicht nur wir beide sind, sondern wenn wir halt mit anderen Leuten unterwegs sind und die Gruppe ein bisschen größer ist, dann ist es trotzdem so, erwartet dann nicht nur, dass, oder schaut nicht nur, dass wir beide dabei sind, sondern er wartet dann auch, bis der allerletzte auch mitkommt und rennt dann hin, wenn, ja, und schaut, wo der bleibt, wenn er vielleicht kurz zurückbleibt und das ist echt süß. Der möchte einfach, dass alle zusammen sind und alle da sind und das merkt man auch in unserem Mini-Rudel. Er schaut immer, wo ist der andere. Sehr anhänglich, genau. Also auch, wenn ich ihn im Homeoffice habe und dann kommt der Johannes irgendwie heim und der kommt zu ähnlichen Zeiten heim, dann sitzt er schon vor der Tür und schaut, oh, wo ist der Johannes? Und dann ist er wirklich erst so richtig happy, wenn wir alle zusammen sind. Und dann, ja, da geht es ihm am besten, das merkt man auch so richtig. Ist Johannes da, hä? Huh? Ist Johannes da? Oh. Muss er sich kurz freuen und dann kann er sich wieder schön hinlegen und endlich wieder entspannen, dass er die Situation geregelt hat, dass alle wieder da sind. Genau, also das ist wirklich cool. Nee, also das kann ich auch unterschreiben. Also auch wenn wir jetzt keine große Familie hier sind, gehört vielleicht ein bisschen Richtung Anpassungsfähigkeit vom Pudel oder von ihm jetzt. Wenn man den jetzt irgendwo abgibt, der kann es, wenn wir sozusagen sagen, hey, diese Menschen oder diese Gruppe ist cool, dann ist es für ihn auch cool und dann ist er da genauso zutraulich. Die können ihn mitnehmen überall, der hört auch von Grund auf einmal recht gut, auch bei anderen Leuten. Das heißt, wenn das sozusagen akzeptiert ist, und es ist sehr schnell akzeptiert, dann ist er da voll der Familienmensch und mega anpassungsfähig. Familienmensch. Ja, Familienmensch, Familienhund. Dann der letzte Punkt, Pudel sind als Anfängerhunde geeignet. Genau, da wir im Endeffekt Anfänger sind. Also ihr hattet Hunde? Wir hatten zwar früher Hunde, aber als Kind oder als Jugendlicher kümmerst du dich um den Hund eher wenig? Du. Also ich, okay. Ich eher wenig. Deswegen würde ich sehr stark sagen, dass es ein klarer Anfängerhund ist. Was ich aber schon sagen muss, man sollte sich, finde ich, schon ein bisschen informieren, wenn man sagt, okay, ich will einen Hund haben, was da wichtig sein könnte. Deswegen, ich würde uns natürlich schon als Anfänger bezeichnen, aber wir haben uns davor schon informiert, dass wir halt sagen, hey, wir wollen, welchen Hund wollen wir, warum wollen wir einen Hund haben, wie können wir ihm dessen das beibringen. Also deswegen, ich würde es nicht so darstellen, ja, ist ein Anfängerhund, holt euch mal einen Pudel und dann wird es von alleine, überhaupt nicht. Nee. Sondern ich glaube, das ist extrem abhängig von dem, wie ihr drauf seid, wie ihr mit eurem Hund umgeht und wie ihr ihn erzieht, weil am Ende des Tages ist es ein Tier, das natürlich klar eine gewisse Rasse hat ist und wenn es jetzt ein krasser Jagdhund ist, dann werdet ihr das nicht komplett rauskriegen. Deswegen haben wir auch keinen krassen Jagdhund uns geholt, sondern einen wahrscheinlich familienfreundlichen Hund. Aber am Ende des Tages müsst ihr ihn ja erziehen. Ihr müsst ihn erziehen, ihr müsst ihn in den Alltag integrieren, ihr müsst ihm die Sachen zeigen und so weiter. Und dann könnte er auch komplett anders sein. Also ich glaube, er ist halt so, wie er ist, weil er halt eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringt und weil wir ihm halt die anderen Sachen ermöglicht haben. Das heißt, weil wir halt ihn auf eine gewisse Art und Weise erzogen haben. Für den einen ist es gut, für den anderen ist es schlecht, aber so wie wir es halt gemacht haben, passt er halt zu uns. Und wenn jetzt halt genau der gleiche Hund jetzt halt bei irgendjemand anders gewesen wäre, dann kann es sein, dass der viel mehr den Jagdtrieb rauskriegen würde oder viel weniger oder viel mehr bellen würde oder. Deswegen, ich würde sagen, dass er auf jeden Fall ein Anfängerhund ist, weil ich muss sagen, wir sind zumindest damit zurecht gekommen. Aber am Ende würde ich nie pauschal sagen, holt euch blind einfach mal einen Pudel, weil das wird schon. Weil ihr müsst trotzdem euch bemühen, dass der halt auch dann so wird, wie ihr euch das vorstellt. Das wäre so meine Antwort. Genau, also ich finde die Antwort sehr gut. Ich finde, das trifft es eigentlich auch gut, weil nur weil es heißt, dass das Anfängerhunde sind, heißt es ja auch nicht, dass man da einfach nichts mehr machen muss und die einfach ja halt easy Hunde sind, die von alleine schon sitzen und Platz können. Ja. Sicher nicht, also klare Regeln, Grenzen, das ist auch das, was ich jedem mitgeben würde. Ja. Von Anfang an wirklich alles etablieren und auch konsequent durchsetzen, weil das, was wir am Anfang mit ihm gemacht haben, das zieht sich auch jetzt bis jetzt durch. Also es ist wirklich, er würde nie von alleine an seinen Napf gehen, er weiß ganz genau, also bestimmte Dinge weiß einfach, er geht auch nicht in die Küche rein. Also wir haben da wirklich ihm einige Grenzen gegeben und das würde ich jedem empfehlen, weil sich das wirklich positiv auf ihn aufwirkt und
auswirkt. Und, aber trotzdem sind wir als Anfänger auch wirklich gut mit ihm klargekommen, haben uns auch sehr viel informiert. Ja, voll. Und, ja. Auf jeden Fall. Haben uns ja auch viel über Gedanken gemacht, aber ich glaube, das sind dann Teile für ein anderes Video vielleicht. Ich denke, wer sich überlegt, einen Pudel zu holen, hat so vielleicht einen kleinen Input, wie das sein kann. Am Ende, ich glaube, wie wir schon ganz gut gesagt haben, liegt es, glaube ich, nicht nur an der Rasse und man macht einen Haken hinter, aha, Pudel ist das Richtige, sondern am Ende müsst ihr überlegen, was ihr daraus macht, weil ich denke, dass du auch einen extrem krassen Jagdhund oder Hütehund auch mit dem sehr gut zurechtkommen kannst und es am Ende halt viel daran liegt, wie du halt mit dem Hund umgehst. Aber klar, ich denke schon, dass ein Pudel handzahmer ist als jetzt halt ein... Deswegen. Muss halt einfach zum Alltag passen, der Hund, und ist trotzdem kein Selbstläufer. Ja. Ich würde sagen, es sind auf jeden Fall zu empfehlen, die Hunde. Ja, auf jeden Fall. So, das war's, glaube ich, ganz schön lang. Geh auf Windel.